Hallo Leute, da bin ich wieder, ML70 am Start. Ja, eigentlich wollten wir auf der anderen Seite gucken, ne? Ja, wir gucken jetzt erst, da drüben war noch eine Tür. Ich ärgere mich immer noch, dass das Ding weg ist. Der Loot von dieser Spinne. Da klettern wir nicht hoch. Wir gehen mal hier zu der Tür. Das weiß ich nicht, haben wir. Oh, echt? Das ist ja ein bisschen, wenn das so buggy ist, da kriege ich ja immer. Kratzsilberit! Was diese Rüstungsbeschränkungen aufhebt. Verdammt mich! Nervig. Echt. Manche Sachen. Geht weg von der Tür. Öffnen. Ihr seht, hier braucht man auch so wie in dieser verbotenen Oase. Was mehr Scherben erforderlich? Ich habe keine Scherben mehr, wollt ihr mich verkackeiern? Oh nee, jetzt echt? Ach, verdammt mich! Ich dachte, ich habe genug Scherben. Scherben sammeln. Nicht genug Scherben. Ey, ist nicht wahr, oder? Oh, jetzt bin ich aber sauer. Stirb! Einfach! Du dummes Ding! Giftspinne! Verreck! Ja, es macht ja wenig Sinn, Sierra das. Lauft nicht weg, macht hier einfach mal. Ah, das ist so ein Baumhaus da oben. Mehr Scherben als wir haben. Das ist ja echt, oder? Kann nicht sein. Ich hatte keine Lust mehr, Scherben zu sammeln. Ich hab gedacht, ich hab für diese eine Tür noch die erforderlichen Scherben. Verdammt, habe ich mich mal wieder schön geirrt. So. Oh nee, ey, wo kommt ihr alle her? Warum seid ihr so nervig? So, Nummer eins. Die nächste. Holla, die Waldfee, geht ja gut los. Scherben sammeln. Wo kriege ich denn jetzt auf die schnelle Scherben her, verdammt mich? Wo ich jetzt 100% weiß, dass ich Scherben bekomme. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, hier in dieser Öden, also hier in dieser Region, habe ich irgendwie noch nie Scherben gesammelt. Ich weiß, eine liegt ja, wenn man irgendwo den Punkt da. Das Gute ist ja, dass einem das Spiel sagt, sie haben genug Scherben, um die Tür zu öffnen. So. Jo. Haben wir's? Was denn jetzt? Wir gehen jetzt ins Lager. Ist ja albern mit euch. Heidewitzka. Ey, ich hätte gern von dem nichts berührten Kram den Mist gehabt. Moment mal. Wird uns das überhaupt einfach eigentlich angezeigt? Diese, dass wir die. Ja, das haben wir. Könnte irgendeine Opfergabe als Geschenk darbringen. Das ist doof. Was ist denn hier los? Geht weg. Verdammt. Ich kann euch nicht leiden. Sterbt! Sterbt! Verreckt! Mir egal. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Außerdem bin ich fast tot. Nur mal so Zweck der Ordnung. Warum bin ich denn fast tot? Was für ein Scheiße. Verdammt echt! Heide Witzka. Hoppala. Hamas? Immer noch nicht. Noch eine. Ich sehe nichts. Ja, Sarah, geht's noch gut? Du passt lieber du auf dich auf. Noch eine Giftspinne. Dorian ist tot. Dorian, hast du dich gut amüsiert? Verdammt nochmal, steh auf.
Du lagst doch da, oder? Ja. Gut. Da irgendwo ist noch eine Giftspinne. Ich hab dich doch gerade wiederbelebt. Was ist denn das für ein Affentheater mit dir? Verdammt nochmal. Jetzt fällt der wieder um. Was das ärgerlich ist, in den anderen Dingern können die ihre Heiltränke selbstständig nehmen. Jetzt ist er wieder umgekippt. Und das geht hier in diesem Spiel überhaupt nicht. Und das ist wirklich nervig. Hammer's? Gut, dann gehen wir jetzt hier hoch. Ohne weitere Aufenthalte gehen wir jetzt hier hoch, weil hier oben muss ein Lager sein. Irgendwie so. Wart ihr während der Verderbnis in Denerim, Sarah? Habt ihr dort viele graue Wächter gesehen? Oh. Keinen einzigen. Nicht leibhaftig. Wurden sie nicht getötet oder so? Oder so. Sie wurden verraten, als sie ein Land verteidigten. Tja, nun, ich schätze, es gibt Schlimmeres, oder? Ja, das gibt es. Och, ich wollte nicht. Wisst ihr, bärtige Leute sollten fröhlich sein. Und wenn sie es nicht sind, ziehe ich an ihrem Bart. Kapiert? Okay. Kapiert. Gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir nämlich, ja. So. Mich ärgert das immer noch mit dem nichts berührten Zeug. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, oder? So was Dummes eigentlich. Na, haben wir bald auch wieder einen Inquisitionspunkt. So. Und nun, ja. Journal. Schauen wir mal. Ja, die Risse. Das Geheimnis des Winters. Zwei Scherben, wegen zwei blöden Scherben wollte ich... Oh, nee, jetzt echt? Oh. Wo ist denn dieses letzte Ding? Zeig mal her. Oh, du bist ja... Ja, du könntest doch... Wir könnten ja da den Riss machen und... Machen wir das? Gut. Schon überredet. Dann machen wir das. Das liegt auf dem Weg. Dann haben wir gleich einen Riss noch weniger. Habt ihr gesehen, wie viele Risse wir noch machen müssen? Zwei Scherben. Wo kriege ich auf die Schnelle zwei Scherben her? Wo weiß ich, dass wir hundertprozentig zwei Scherben bekommen? Lass uns den Riss machen. Den Dingsbums hier machen. Ohne Zwischensilberit. Ey, jetzt will ich es aber haben. Jetzt bis ja, 7. Ich hätte speichern sollen, oder? Ja, ich hätte. Ah, die gehen ja noch. Ich bin doch dabei. Was schreist du denn so? Aua! Level 24. Wir sind alle gleich tot. Ne? Nur mal so, zwecks der Ordnung. Geht beide auf. Danke. So. So. Machen wir den einen hier mal. Den höheren Schatten. So. Ah, schon wieder so einen blöden Dämon. Dorian, geh doch weiter weg. Was machst du denn da so nah? Aber der hat... Okay. Wir brauchen unbedingt die Zutaten für den heilenden Nebel. Weil die kann ja nicht ewig jetzt zaubern. Das Dumme ist, wenn wir jetzt noch weiter uns ver... Wir müssen mal, es hilft nichts. Wenn wir so weit weg sind. So,
Machen wir erstmal den höheren Schatten platt. So, und jetzt haben wir noch diesen Dämon hier. So. Wir haben noch nicht mal die erste Runde geschafft und sind hier völlig... Okay, so. Jetzt hier. Mal an den Start. Was kommt da? Oh ja, klar. Dämonen der Angst. Na, super. Geh weg von mir. Scheiße. Das war eine dumme Idee. Hier. Was, du bist immun? Hopp. Und da? Okay, zwei haben wir auf unserer Seite, dann können wir jetzt uns hier... Weiß ich nicht. Hier, auf den da konzentrieren. Wo ist meine Maus? Ist weg! Meine Maus ist weg! Ich blicke überhaupt nicht durch. So. So. Den haben wir mal hinüber. Achso, wir sind schon fertig. Oh Gott. Heide Witzka. Ja. So. Oh Gott. Naja, gut. Oh, hat gute Punkte gegeben. Ey, das sind aber auch... Das ist schon heftig hier, ne? Wo kriege ich denn jetzt zwei Scherben noch her? Ich überlege gerade. Wow. Stufe 4, hoher Rüstungswert. Feuerschaden. Nicht schlecht. 5 Block, da haben wir endlich das, was ich gesucht habe. Was geht denn hier ab? Oh. Wir wollten... Erstmal gucken hier, was hier abgeht. Hopp. Was legst du dich auch mit den zwei Großen an, du Depp? Aua. Und lass den Dorian in Ruhe. Du dummes Ding hier. Komm her hier. Wir waren eigentlich auf der Suche nach so einem nichts berührten Tralala. Hopp. Hat das geholfen? Oh ja, der macht den gut hinüber. Das ist doof jetzt. Wir müssen warten, bis das... Ah ja, jetzt hat's gepasst. So. So. Dann haben wir das. Hui. Ja, ne? Das war doch was. So. Dann suchen wir mal. Wo ist denn... Wir brauchen immer noch... Achso, wir sind in die ganz falsche Richtung gelaufen. Verdammt, nochmal. Hier irgendwo. Wer seid ihr? Ach, ihr seid unsere. Okay. Ist das ein Lager von uns? Nee. So. Ah ja, das war irgendwo da unten. In der Senke, dieses Vieh. Ich kann mich dunkel erinnern. Lass uns erstmal gucken. Nicht runterfallen. Ah, da ist es ja schon. Wie kommen wir denn da runter? Hm. Wie kommen wir denn da runter? Wo sind denn meine Leute? Ach, die sind schon alle da unten. Naja, dann hüpfen wir mal hier an dem Baum runter.
Oh! Upsala. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier erreichen können. Oder auch nicht. Nein. Nein, nein, nein. Oh, ich Idiot! Ich sag jetzt gar nichts mehr, ne? Du hast noch hier den Skill. Schaut euch das an! Ja, Entschuldigung. Sie ist doch echt... Also mit diesem Skill, 1000 Schnitte oder was sie da hat, das ist ja... Keine Ahnung, das ist... heilige Scheiße. Das ist schon heftig, ne? Wisst ihr, wie lange wir uns jetzt mit dem hier rumgeprügelt hätten? Wenn sie da nicht den Skill genommen hätte, nachdem ich ja hier das Leben genommen habe, ich Idiot. Die Wiederbelebung genommen habe und meinen Fokus wieder mal völlig verbraucht habe. So. Upsasa. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Das kannst du laut sagen. Für die Opfergabe genügen. Und jetzt gebt ihr das Zeug dem Sturm und macht Finns Leben beschissen. Oder ihr gebt es Finn. Wir helfen ihm. Keine Frage, tut es. Wir sollen die Regeln über das hinaus beugen, was uns bereits gestattet wurde? Ich will nicht herzlos klingen, aber wir sollten vorsichtig sein, dass wir den Stamm nicht verärgern. Ja. Es ist ja gut wie gesprungen. Wenn wir ihm das geben, ist er verstoßen. Und wenn wir es ihm nicht geben, ist er auch verstoßen. Also das wurde ja eindeutig gesagt, dass egal, was wir jetzt tun, Finn sowieso verstoßen ist. Das spielt also hier gar keine Rolle, was man jetzt da macht, finde ich. Klar, wir könnten jetzt... ja, Klinge des Ritters. Aber... ich weiß nicht, gibt es da richtig oder falsch? Finn die Opfergabe gibt dem... Ja, ich... Das ist so... Ach, das ist immer so dieses moralische Dilemma. Was mache ich denn jetzt? Ich bin ja normalerweise der gute Charakter, oder? Oder bin ich der Böse? Ich weiß gar nicht. Nee, ich bin eigentlich der Gute. Aber was ist hier gut oder was ist schlecht? Wie gesagt, es ist gehobt wie gesprungen. Er ist in beiden Fällen ist er verbannt. Also geben wir dem Jagdmeister die Opfergabe. Meckert jetzt ja nicht mit mir. So, Tagebuch. Wie sieht's aus? Okay, Risse, was ist... Ah ja, da brauchen wir 2 Scherben. Okay, ich werde die 2 Scherben... Was haben wir hier noch? Das ist die Hauptquest von dem Ding, das lassen wir mal noch. Weil ich möchte schon noch die 2 Scherben sammeln. Ich möchte schon die 2 Scherben sammeln. Noch und die Tür da aufmachen, die da ist. Das würde ich gern machen, denn ich glaube, zu wissen, was es da drin gibt. Und das finde ich eigentlich wirklich sehr nützlich. Ja, ich... Nein, ich gebe dem Jagdmeister die Trophäe. Ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt den Jagdmeister. Wie gesagt, es ist grob wie gesprungen. Selbst wenn ich es jetzt ihm gebe und... Unsere Gäste sind uns willkommen, solange sie ihre Waffen nicht ziehen. Red mich nicht schwach von der Seite an, weil sonst tue ich das sofort. Komm her, hier. Hier. Wie man hört, habt ihr Harkons Prüfungen bestanden. Na klar. Nun, wenn ihr ebenso gut jagt, wie ihr kämpft, passt ihr gut hierher. Hier, nimm die Opfergabe aus. Ich habe die Opfergabe für Kaldan Anversen. Ich sorge dafür, dass sie entsprechend vorbereitet und zu Ida gebracht wird. Ich schätze, sie wird schon bald die letzten Vorbereitungen treffen. Es wird nicht leicht für den Jungen. Er hat mehr verloren, als er sollte. Oh, jetzt hört auf, mich da moralisch niederzuziehen. Wiedersehen. Gebt auf euch acht. Boah, werd jetzt nicht zickig hier. Das ist nun mal so. Nur die Harten kommen durch. Gewöhnt euch dran. Fertig. So. Ja, da brauchen wir noch ein Ding. Und das werden wir uns auch noch holen. Oh Gott, diese Jagd hasse ich ja auch. Na gut, aber wir werden das machen. Hab ich dir nicht gesagt? Flachländer aus dem Norden. Hört auf. Ich. Ach, wir haben ja hier, können wir hier noch irgendeinen Schwachsinn verkaufen. Also kaufen können wir nichts, aber Schwachsinn verkaufen können wir doch, oder? Komm her, hier ist der Handel. Da handeln wir mal schnell. So, komm mal her. Verkaufen. Oh, hier ist Smaragde. Boah. Oh, nimm sie alle. Opale, komm. Mondstein, nimm es. Karte von... Ja.
Hansi, das gibt alles eine Kohle. Seht euch das mal an. Diamant. Das nimmt es jetzt auch. Es war irgendeine Sammelquest. Ich habe es aber vergessen. So. Was haben wir denn hier? Die behalten wir mal alle. Den kannst du haben und den kannst du auch haben. So, was haben wir hier noch? Lächerlich. Weg damit. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Ja. Einzig, ja, schaut euch da mal den Unterschied an. Mann. Krieger. Seltene Großaxt. Ja, trotzdem. Ein grausamer Dolch. Grausamer Dolch. Sierra, was hast denn du? Ja. Naja. Da oben hat sie 106. Naja, gut, wir werden sehen. Was bist du? Ein Einhandstreitkolben. Komm mal her, hier, Blackwall. Na, du hast auch schon mehr. Okay, dann. Ach. Weg damit. Die Jagdklinge des Ritters. Einzigartiges Schwert. Ich glaube, wir haben 42% Rüstungsdurchdringung. Überragend, das hat er auch. Ja, das. Nein, weg damit. Was bist du? Du bist ein Bogen. Wir haben keinen Bogenschützen. Du bist auch ein Bogen. Was ist denn hier mit den Bogen los? Na, umskillen werde ich dich jetzt nicht mehr. Deswegen kann das Ding hier weg. Also das hier auch. Und was bist du? Ja, das ist auch weg. Ja, ne? Guckt euch mal an, was wir an Kohle haben. Heide Witzka. Ja, Wiedersehen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich sage danke fürs Zuschauen. Hab ich dir nicht gesagt? Ach, kehre zu der Frau zurück. Das können wir auch noch machen. Ja, das machen wir jetzt noch ganz fix in dem Part. Aber jetzt sind wir eh in dem Dorf. Und danach werde ich dann... Ich glaube, es gibt noch zwei Möglichkeiten, Ansehen zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, wir sind gar nicht da vorbeigekommen. Weiß ich nicht, warum wir da nicht vorbeigekommen sind. Aber die werde ich auch nie wieder finden. Das ist immer so ein Glückstreffer, wenn ich da dran vorbeikomme. Ja, das... Wie gesagt, das tut mir leid für den Jungen, aber das Leben ist hart und so ist das nun mal. Wie gesagt, er ist in beiden Fällen, ja, verloren. Komm her. Wie ich höre, bereitet unser Jagdmeister in diesem Moment Kaldan Enversens Opfergabe vor. Ja. Dieses Geschenk ist von unermesslichem Wert. Ich danke euch, Inquisitor. Ja. Und nun muss ich die Vorbereitungen abschließen. Auf Wiedersehen. Ich sollte mich wieder auf den Weg machen. Die Herrin möge euch schützen. Mhm, gut. Okay, haben wir das gemacht? Ja, nein, ich lasse mir jetzt hier kein schlechtes Gewissen eindrehen. Du hängst in der Wand. Okay. Ja, ne? Das sind so kleine lustige Dinge. Ja, ohne Worte. So. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde hier unserem Hübschen eine Rüstung basteln. Das ist hervorragend. Gute Arbeit. Wenn ich den Weg finde, da oben ist die Dings, da müsste da auch das sein, oder? Weil wir haben jetzt diesen nichts berührten Tralala. Da müsste ich ihm jetzt hier eine Rüstung herstellen können. Das werde ich jetzt auch machen. Waffen, die Rüstung. Ich sage danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier in Dragon Age Inquisition. Eure Emerald 70. Bye, bye.